Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Build Stormwind. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, in der heutigen Folge wollen wir hier weitermachen an dem Haus und zwar hier hinten. Kommt noch eine Überdachung hin. Dieses Haus ist quasi verbunden mit diesem Turm. Aufgrund dieses Gebäudes wird sich dann auch hier die Höhe des Torhauses ergeben, die Finale. Und schaut mal, der liebe Marc hat jetzt herumgebastelt, hat ein eigenes Texture-Pack für uns jetzt geschrieben, dass jetzt zum Beispiel die Pillager nicht mehr das Banner tragen, sondern ein Horde-Banner. Und es kommen jetzt auch die Sturmwind-Banner dadurch ins Spiel, beziehungsweise hier bei uns in die Welt. So, wir wollen mal darauf. So typisch, oder? Echt so typisch. Das ist ein Wahnsinn. Und zwar... Nee, eigentlich wollte ich da nicht drauf. Ich wollte eigentlich woanders rauf. Habe ich eine Schaufel? Nee, ich habe alles, nur keine Schaufel. Super. Es fängt schon wieder mal gut an, Marito. Okay. Next try. Wir wollen nämlich hier rauf. Und zwar ungefähr hier, ne? Ungefähr hier. So, dass hier noch ein Block frei bleibt. Da kommt jetzt mal hier ein Balken rüber. So auf diese Höhe. Passt. Da kommt ein Balken rüber. Der verbindet jetzt quasi die beiden Bauten miteinander. Jetzt habe ich halt keine Erde mehr. Das ist schlecht. Ich brauche noch ein bisschen Erde. So kriegen wir halt keine, ne? Marito, ist ja schon klar. So. Und das können wir eigentlich auch schon wegmachen. Hier, das brauchen wir auch nicht mehr. Dasselbe müssen wir jetzt hier drüben machen. Ach komm. Machen wir es von unten, ist einfacher. Dann findet man gleich wieder die richtige Höhe. Denn wie viel ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Müssen halt in dem Fall von hier weggehen. Okay. So, da. Das wären jetzt mal die beiden Pfeile, auf denen wir dann unser Gebäude hin draufsetzen. Passt. So. Komm, ich mache mir jetzt mal eben kurz eine Schaufel. Braucht man so oder so die ganze Zeit immer wieder. Und wir müssen ja vorne auch noch ein bisschen Sand wegschippen. Ja, die ist fast durch. Habe ich hier Diamanten? Ja. Und hier müssen zwei Sticks sein. Okidoki. So geht das schon mal schneller, besser. Feiner und so weiter und so fort. Wie geht's euch, liebe Leute? Heute am Abend ist ja das große Angel-Event, das Sommer-Event hier in Sturmwind am Server. Haben sich schon einige Leute angemeldet. Ich freue mich über jeden von euch und ich freue mich vor allem auf eine gemütliche gemeinsame Zeit. Okay. Jetzt müssen wir auf jeden Fall hier rauf.
Und warum ich nicht mit Gerüsten arbeite, falls ihr euch das schon mal gefragt habt. Ich komme einfach nicht damit klar. So. Jetzt hier. Haben wir eine Werkbank? Ja. Die stellen wir jetzt auch mal irgendwo hin, wo sie uns nicht stört. Am besten hier aufs Dach. Wir brauchen jetzt nämlich ein paar von den... Von denen hier halt, ne? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ihr wisst aber, was ich meine. Mit denen kommt jetzt hier ein Boden rein. Halbstufen, Slabs, so. Slab, Slab, Slabity, Slab, Slabity, Slab, Slab, Slab. Hab's mir wieder gemerkt. So, so, so. Okay. Ich bin echt schon gespannt, wer heute den... goldene Route quasi für sich entscheidet. Gibt natürlich keine goldene Route, aber wie gesagt, es gibt dann wieder eine Siegerehrung unten in unserem Siegerraum. Auf jeden Fall. So, dann können wir das hier eigentlich wieder rausnehmen. Da sparen wir uns lieber das Material. Ist besser. Und jetzt wird es ja dann bald wirklich ziemlich hart. Denn als nächstes steht mehr oder weniger hier an, das Bodenniveau zu erhöhen. Na komm, richtige Taste, Marito. Wir schlafen mal, ne? Gut. Da drauf kommt jetzt... jetzt eine Reihe ganzer Blöcke. Okay. Eigentlich könnte man den Boden hier durchziehen. Das kommt ja, das können wir uns ja eigentlich auch sparen hier, ne? Ich würde halt hier dann eben noch mit Beton zumachen. Irgendwie habe ich heute ein bisschen Probleme mit meiner Tastatur. Ich erwische immer die falschen... Tasten. Und ich habe heute offensichtlich auch ein Problem mit meinem Sprachzentrum. Das funktioniert auch nicht so ganz. Wir ziehen mal den Boden jetzt hier durch. Das den Grund hat, damit ich dann sehen kann, ja, das geht sich mit dem Fenster eigentlich genau aus. Schau dir an. Endlich mal was, was wir bauen, was sich wirklich ausgeht, so wie es soll. Die schmalen Fenster sollen mit denen hier ja auf einer Ebene liegen. Da draußen ist auch noch Erde. Das passt. So. Normalerweise nehme ich hier halt einen anderen Boden, das wisst ihr. Aber hier machen wir jetzt mal eine Ausnahme. Dem Bau, damit wir vorankommen. So, und die Tage haben wir auch, ich glaube bis 2 Uhr, nee, bis 1 Uhr früh war es. Das erste Mal mit der Community WoW-Gilde einen gemütlichen Abend eingelegt, wo wir zu viert einfach nur hier, ja, von einer Inni zu der anderen Inni gelaufen sind. So, hier kommen jetzt... Nee. Hier. Eigentlich sind da zwei schmale Fenster. Zwei schmale gehen sich aber nicht aus, ne? Außer wir machen hier vielleicht noch ein bisschen zurück. Probieren wir es hier drüben. Fenster, 1, 2, Fenster, 1, 2, Fenster. So wird es gehen. Ja. So wird es gehen. Das heißt, wir müssen das hier auch ein bisschen umbauen. Haben wir gesagt, Fenster,
Fenster. Hier müssen wir auf dieser Seite dann halt noch später schauen, wie weit man das oben sieht. Und gegebenenfalls hier den Steinziegel noch rausholen. Ne? Ja, jetzt habe ich einen Schluck auf. Wer von euch denkt schon wieder an mich? Okay. Und hier würde ich ganz gerne einfach, und dann nehmen wir auch den unteren weg, damit es optisch besser passt. So, 3. So, hier auch. Gehen wir 3 in die Höhe. Okay. Dann habe ich Glas im Inventar. Das können wir jetzt gleich hier überall einsetzen. Sollen wir die Fenster hier 3 breit gemacht, aufgrund der Breite des Gebäudes? Okay. Ja, soll mir grundsätzlich egal sein jetzt. Soll mir egal sein. So, passt. Das Bett nehmen wir wieder mit. Dann sind wir hier mehr oder weniger fertig, was den Umriss angeht. Und ihr Lieben, jetzt geht's dann halt hier ans Dächle. Ja. Ans Dach. So, und das Dach ist eins überstehend seitlich. Ups, so nicht. Seitlich. Und zwar. Okay, es geht jetzt hier nicht. Ist egal, das sieht man dann auch nicht. Oh Mann. Und zwar schaut das so aus, dass von unten eben ein anderes Dach ist. Ah, Holz ist, als wie von oben. Von oben wäre es blau, von unten wäre es eben dieses Eichenholz. Drum setze ich jetzt hier eine Treppe. Ich mache das auch auf beiden Seiten. Hier kommt der Teil vom Dach dann wieder weg. Denn da ragt dann schon das nächste Dach mehr oder weniger ins Gebäude rein. Wenn ich jetzt einmal die falsche Taste drücke, kriege ich einen Schreianfall. Habt ihr wieder zu viel 7 Days to Die gespielt zwischendurch? Da ist die Tastenbelegung ein bisschen anders. So. Und aufgrund der Höhe dieses Daches wissen wir letztendlich dann später auch. Komm, das lassen wir hier vorne aber auch einen überstehen. Wissen wir dann letztendlich später auch, wie hoch das noch gezogen gehört. Da kommt das Dach drauf. Okidoki. Ja, so läuft das. So ergibt das einen Schuh, ne? Passt. Vorne machen wir es so. Okay, ja. Dass man sich da immer so immens konzentrieren muss, das fasziniert mich jetzt mal wieder. Okay, also wir sehen schon, der Turm, das hier muss noch höher werden. Damit das Ganze jetzt mit den Pillagern funktioniert, haben wir jetzt quasi eine Art Kommandoblock installiert. Oder Kommandoblock ist eh Vanilla, aber diese Kommandoblöcke geben mehr oder weniger dem ganzen Pillagern das andere Texture Pack. Weil es anders eigentlich einfach nicht möglich gewesen wäre, dass man da irgendwie was macht. Haben da jetzt immens viel herumprobiert. Und Marc hat jetzt in dem Texture Pack quasi so fertige, diese Schablonen heißen es, glaube ich, so umdesignt, dass sie eben das
zeigen, was wir wollen. So, einen geben wir noch hoch und dann ziehen wir es oben zu, ne? Dann möchte ich es oben gern zuziehen. Okay. Das Haus in dem Sinn ist wie Schande, nicht bewohnt. Wenn wir da jetzt rüberbrechen, wo kommen wir da hin? Kommen wir daher, okay. Jetzt nur kurz für mich aus Interesse. So. Ja, komm, machen wir uns einfach da jetzt hier. Gleich mal ein paar Fackeln setzen hier. Dann braucht man nämlich noch mehr Holz. Wir brauchen Holz, wir brauchen Holz. Tralalalala. So, und hier, auch auf dieser Höhe, kommt auch noch ein Dach rein. Ne? Jetzt kommt jetzt mal hier eine Fackel hin und hier, damit es hier nicht zu dunkel wird. Autsch. lecker Brathuhn. So, das braucht man nicht mehr. Beton braucht man gerade auch nicht mehr. Wir müssen dann eh wieder Beton machen. Die brauchen wir auch nicht. Was wollte ich jetzt holen? Holz. Die da. Sind ein bisschen wenig. Verdrückt mich die ganze Zeit, echt. Passt. Dann würde ich sagen, schaufeln wir da draußen die... Wir haben doch hier Gerüste, oder? Wir bauen uns da innen jetzt ein Gerüst hoch. Sonst wären wir ja lappert. Wo sind denn die Gerüste da? Da sind sie. Zerum, 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 zerum. Und es ist schon wieder Nacht. Man kommt echt zu gar nichts hier im Spiel, ne? So. Für das Community-Angeln heute Abend wird übrigens der Server kurzzeitig mal auf friedlich gestellt, sprich, dass keine Monster hier spawnen können. Da schaut, und deswegen mag ich die Gerüste nicht. Die sind einfach so batschert. Die sind einfach echt batschert. Okay. So, hier ziehen wir jetzt im Endeffekt zu. Einen lasse ich mir gerade noch offen, damit ich dann wieder runterkomme. Müssen dann auch dort den Giebel noch bauen. So. Ich hätte so gerne ein blaues Holz, habe ich euch das schon mal gesagt. Ich mir gerade denke, wenn wir es vielleicht einen höher gemacht, zugemacht hätten, wäre es vielleicht besser gewesen. Einen höher zu machen, so auf der Höhe. Ja. Definitiv ja, weil sonst kriegen wir hier gleich wieder ein Problem mit der Wand. Sorry dafür. Müssen wir nochmal weg. Das ist zu niedrig. Jetzt machen wir einen höher, sonst haben wir vorne wieder das Problem beim Giebel.
dass es kacke ausschaut. So. Das Zeug schnell wieder einsammeln. Ja, nächste Woche kommt übrigens, oder? Nee, ja doch, nächste Woche kommt übrigens die 1.19 raus. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir uns Zeit lassen, um hier abzudaten, den Server. Das hängt vor allem auch ein bisschen an Texture Pack und Shader und so Zeugs von dem Zeug ab. Wie lange wir uns da Zeit lassen. Definitiv nicht in den nächsten 1-2 Wochen. Wir bleiben vorerst noch auf der 1.18.1 1-2 Wochen und dann sieht man eh, wie das Ganze funktioniert. Ich werde ihn testweise mal upgraden und dann wieder zurück auf die 1.18.1, je nachdem, wie es dann eben läuft oder eben auch nicht läuft. Vielleicht lasst man auch gleich direkt, aber ich gehe mal in erster Linie jetzt nicht davon aus. Das mal als kleine Randnotiz an euch. Und jetzt im Juni, Leute, ein Jahr bauen wir hier an Sturmwind. Wahnsinn, oder? Wahnsinn, was in diesem Jahr, was wir hier geschaffen haben, was so passiert ist. Wir haben immens viel weitergebracht. Menschlich, bautechnisch, zwischenmenschlich, auf allen Ebenen. Es war ein sehr, sehr intensives Jahr. Ups, so. Was war so euer besonders der Moment in dem Jahr, das würde mich mal interessieren. Im letzten Jahr, von Juni zu Juni, seit wir hier bauen, jetzt nicht auf das Projekt bezogen oder gerne auch auf das Projekt bezogen, aber auch so in euren Erlebnissen, was war so das, wo ihr sagt, okay, das hat mich das Jahr geprägt. So, hier vorne, ups. Machen wir zuerst mal wieder eine Reihe der ganzen Blöcke und den Rest füllen wir jetzt hier mit denen auf. So. Dann haben wir noch Beton. Ah, jetzt habe ich den Beton rausgelegt. Ich Kasperl. Kommen wir nicht hoch, ne? Jetzt habe ich den Beton rausgelegt. Ich Kasperl, dann müssen wir das dann von unten machen. Ich glaube, das Dach ist jetzt falsch, so wie ich es baue. Das muss man jetzt gleich dann nochmal anschauen. Ich glaube, das geht hier auch schräg rauf. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Bin mir jetzt gerade echt nicht sicher, ob das da oben nicht auch schräg rauf geht. Das heißt, das können wir wegtun. Das können wir wegtun. Kommen wir jetzt innen hoch. Schon hier falsche Taste. So. Oben vielleicht gleich ausleuchten ein bisschen.
dass da nichts spawnt. Moment, es ist eh noch hell genug. So, liebe Leute, das war's für diese Folge. Ich sage vielen lieben Dank fürs Dabeisein und freue mich schon, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dahin, ciao, baba, euer Marito.